Natürlich befassen wir uns mit den deutsch-russischen Beziehungen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sie aktuell nicht gut sind. Was ich mir vorgenommen habe, ist zu zeigen, dass sie eigentlich in der Geschichte nur in einigen wenigen Ausnahmefällen richtig gut gewesen sind. Deswegen greife ich erst einmal ein bisschen zurück und sage als erste These, dass der Grundton der deutsch-russischen Beziehungen zunächst einmal Fremdheit ist. Was will ich damit sagen? In allen slawischen Sprachen, im Russischen, aber auch im Polnischen, Tschechischen und so weiter, ist der Stamm für Deutsch, Niemiecki oder Niemiec, abgeleitet vom Adjektiv Niemoi, stumm. Das heißt, das sind die Leute, die man nicht versteht. So wurden die Deutschen bei den Slawen zunächst einmal wahrgenommen, was damit zu tun hat, dass die slawischen Sprachen untereinander alle relativ eng verwandt sind. Und zum Deutschen gibt es dann den ersten richtig großen sozusagen Unterschied, den man nicht mehr mit irgendwie Verstehen überbrücken konnte. Das Bewusstsein der Unterschiedlichkeit zwischen Deutschen und Slawen zunächst einmal oder Ostslawen wurde noch verschärft, als sich 1054 die christliche Kirche gespalten hat in eine Westkirche, von der der heutige Katholizismus und der Protestantismus abstammen, und die Ostkirche, die Orthodoxie. Der Anlass war eine drittrangige theologische Frage. Der Grund, der Streit, wer das Sagen haben sollte, der Papst in Rom, der sich inzwischen an eine gewisse Selbstständigkeit gewöhnt hatte, oder der Patriarch von Konstantinopel. Beide Richtungen haben sich anschließend über Jahrhunderte der Häresie und der Gottlosigkeit bezichtigt. Und das war noch in der Zeit, in der dann die Beziehungen etwas intensiver wurden, im 16. Jahrhundert, ein Thema, was immer wieder auch in den Reiseberichten der Zeit aufkommt. Ein weiteres Hindernis für die frühe Entwicklung von Beziehungen zwischen Deutschland und Russland war der sogenannte Mongolensturm 1240. Da kamen also Reitertruppen aus Zentralasien, zerschlugen das erste staatliche Zentrum auf dem Gebiete der heutigen Ukraine, das sogenannte Kiewer Russland. Zwei Jahre später ein weiterer, eher unfreundlicher Kontakt, als nämlich der Deutsche Ritterorden in Estland versuchte, die Handelsmetropole Nowgorod anzugreifen und auf dem Eis des Peipussees in einer Reiterschlacht zurückgeschlagen wurde. Danach herrschte wieder 200 Jahre Funkstille, und erst Ende des 15. Jahrhunderts kamen der deutsche Sprachraum und der russische wieder miteinander in Kontakt, ausgelöst dadurch, dass inzwischen im Norden Russlands, wohin die Mongolen nicht gekommen waren, weil die Wälder zu dicht waren für ihre Pferde, manchmal hat Geschichte solche banalen Gründe, war im Norden Russlands das Fürstentum Moskau so stark geworden, dass es die sogenannte Sammlung der russischen Erde begann, also die Nachbarländer sich zu unterwerfen suchte, und damit griff der russische Zar auch auf die Ordensgebiete aus im heutigen Baltikum, die formal damals noch unter der Oberherrschaft des deutschen Kaisers standen. Die Folge waren zwei sogenannte livländische Kriege. Livland ist so viel wie Estland und Lettland heute. Beide hat das Deutsche Reich seinerzeit verloren. Das war ein Anlass, im 16. Jahrhundert mehrere Gesandtschaften auszutauschen, mit dem Zweck, zwischen Wien und Moskau Bündnisse zu schließen. Eines zur Kontrolle des damals gerade aufstrebenden Polens, was zwischen beiden Ländern lag. Das andere mit dem Ziel, ein Bündnis gegen die Expansion der osmanischen Türkei zu schmieden, die 1453 bekanntlich Konstantinopel erobert hatte und im 16. Jahrhundert sich den Balkan unterwarf. Jetzt sind wir vielleicht bei Folie 4, wenn du das mal einblenden könntest.
und der ersten wichtigeren Schriftquelle im deutschen Sprachraum, die Rerum Russicarum Commentarii des österreichischen Diplomaten Sigmund von Herberstein. Er war ein vielsprachiger und kluger Diplomat, wurde zweimal vom Wiener Kaiser auf diplomatische Mission geschickt und schrieb im Anschluss danach daran einen Bericht über seine Reise, der noch im 16. Jahrhundert 7 Auflagen erreichte, also ein wirklicher Bestseller war und der auch heute noch von wissenschaftlichem Interesse ist. Und neben sehr vielen Detailbeobachtungen hat er das hier von mir angeführte Zitat im Schlusskapitel gehabt. Es ist ein Zweifel, ob solch ein Volk eine solche schwere Herrschaft haben muss oder ob die grausame Herrschaft so untaugliches Volk macht. Die Frage ist seitdem viele, viele Male wiederholt worden, bedarf ein ja, nicht beherrschbares oder schwer beherrschbares Volk der sogenannten Knute, das wird heute noch manchmal über Russland behauptet, oder ist es umgekehrt so, dass eine brutale Herrschaft die Leute abstumpft? Hintergrund, nächste Folie bitte. Hintergrund dieser Überlegungen von Herberstein war auch auf seiner Seite die Wahrnehmung Russlands als eines sehr fremden Reiches. Er kennzeichnet das Zarenreich als barbarisch, seine Herrschaft als grausam. Es ist ja nicht so gewesen, dass im frühen Mittelalter die Herrscher in Mitteleuropa nicht grausam gewesen wären. Aber Russland hatte schon einige Besonderheiten, insbesondere wenn man aus dem Hintergrund kam, den Herberstein hatte, nämlich die entwickelte Ständeordnung des europäischen Mittelalters, in dem der Adel eine große Selbstständigkeit gegenüber dem König besaß, gerade im Deutschen Reich. In Russland ganz anders. Der Zar hatte gerade im 16. Jahrhundert angefangen, den Adel sich zu unterwerfen. Wer eigene politische Ansprüche hatte, wurde sehr schnell einen Kopf kürzer gemacht oder in den hohen Norden verbannt. Um das zu realisieren, bediente sich insbesondere Zar Iwan IV., den man bei uns den Schrecklichen nennt. Die eigentliche russische Bezeichnung heißt Grosne, das heißt eher gefährlich. Der hatte sich dafür eine Söldnertruppe geleistet, die sogenannten Opritschniki, und die waren schon ein ziemlicher Terrorhaufen im Interesse der Staatsgewalt. Dem entsprach, dass in der Fläche Russlands nicht wie in Deutschland die Souveränität des Königs in territoriale Unterabteilungen aufgeteilt war, sodass dann jede Grafschaft beanspruchte, im Prinzip dem Kaiser gleich zu sein, sondern der Zar saß oben und der Adel hatte zu dienen, wurde dafür reichlich belohnt mit schrankenloser Grundherrschaft über die Bauern, aber politische Ambitionen waren nicht vorgesehen. Ansätze für selbstständige Städte, wie es sie im Nordwesten Russlands, etwa in Nowgorod unter dem Einfluss der Hanse mal gegeben hatte, wurden in Russland brutal unterdrückt im 15. Jahrhundert. Und schließlich fiel Herberstein eine über das, was ich jetzt mal patriarchalisches Normalmaß hinausgehende Brutalität und Unterdrückung der Frau im patriarchalischen Russland auf. Und dieses Bild von Russland als einem eher rohen, kulturlosen oder jedenfalls mit einer völlig anderen Kultur ausgestatteten Land, in dem die Herrscher zwar zu großer Prunkentfaltung in der Lage waren, aber auch, in dem auch noch mehr getrunken wurde, als damals in Mitteleuropa getrunken wurde, das ist in diesen Reiseberichten ständig zu hören. All dies führte dazu, All dies führte dazu,
dass Russland eben als das große Fremde im Osten wahrgenommen wurde. Das alles änderte sich im Grunde erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Jetzt wären wir bei der nächsten Folie, bitte. Nämlich der Öffnung Russlands nach Europa durch Zar Peter I., genannt auch den Großen. Die Regierungsdaten sind hier aufgezeichnet. Peter hatte vor, Russland zu modernisieren, in technischer und wissenschaftlicher Hinsicht. Bekannt sind seine Reisen nach Holland, wo er den Schiffsbau studierte, und auch nach Deutschland. Peter holte westeuropäische Fachleute nach Russland auf allen Gebieten, Handwerker, aber auch sehr viele Wissenschaften. Und man kann eigentlich sagen, die russische Wissenschaft ist im Zuge der petrinischen Reformen im Grunde nach deutschem Vorbild entwickelt worden. Zum Beispiel der bekannte Philosoph Lomonossow hat im 18. Jahrhundert in Marburg studiert und hat im Grunde das russische Wissenschaftsvokabular im Kern aus der deutschen Sprache übernommen. Ein klassisches Beispiel: Das russische Wort für Bildung heißt Образование. Das kommt von Obras, das Bild, genau wie eben Bildung im Deutschen von Bild kommt. Peter der Große machte das natürlich nicht, um jetzt Russland in irgendeiner Weise zu demokratisieren. Das war noch überhaupt nicht die Zeit dafür. Und die Bekanntschaft war im Grunde zu dieser Zeit eine ungleichmäßige. Wir sehen, dass in Russland damals schon vor allen Dingen deutsche Kaufleute sich niederlassen. Wir sehen, dass ab der Zeit Peters zum Beispiel baltendeutsche Adelige in den Staatsdienst aufgenommen werden, Karrieren im Militär machen. Sie waren, das kam dieser Verwendung zugute, im Schnitt besser gebildet als der russische Adel, was wiederum damit zu tun hat, dass die Baltendeutschen überwiegend evangelischer Konfession waren. Und der Protestantismus hat bekanntlich, weil er von den Leuten verlangt hat, die Bibel lesen zu können, mehr Wert auf formale Ausbildung in dieser Zeit gelegt, als die Orthodoxie, die das Lesen und Schreiben können noch lange für überflüssig gehalten hat. Auf der deutschen Seite hielten sich dagegen die alten Stereotypen. Und ich will das jetzt mal zeigen an einem Tafelbild, was in Deutschland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden ist. Das wäre jetzt das übernächste Bild, also Bild Nummer 8. Und wenn Sie hier mal gucken, also diese Tafel ist so gegliedert, dass oben in der obersten Zeile die Nationen erwähnt sind. Die zweitrechte Spalte ist der sogenannte Moskowit, also der Russe. Und dann haben Sie in den waagerechten Spalten sozusagen Stichworte zu verschiedenen Eigenschaften. Und dann sehen Sie zum Beispiel Sitten: Der Spanier ist hochmütig, der Franzose leichtsinnig, der Deutsche offenherzig und der Russe boshaft. Denn vom Verstand, vierte Spalte, wird gesagt, der Spanier sei klug und weise. Der Franzose vorsichtig, der Engländer scharfsinnig, der Deutsche witzig, der Russe gar nichts, also dumm. Die Wissenschaften sagen, sind die Spanier angeblich schriftgelehrt, die Franzosen gute Militärs, die Russen können allenfalls die Kirchensprache. Bei den Untugenden ist beim Spanier Hoffart, also Arroganz, beim Deutschen Verschwendung, beim Russen Hartherzigkeit, ja. Sie lieben, heißt es dort, den Prügel. Das ist das alte Klischee darüber, also die alte Frage, die Herberstein aufgeworfen hatte: Braucht das russische Volk den Prügel oder macht der Prügel das russische Volk so, wie es ist? Und so geht es also durch. Wir müssen das jetzt nicht im Ganzen durchgehen. Das würde uns zu lange abhalten. Tatsache ist jedoch, dass man hier sehen kann, der Russe ist alles in allem noch im frühen 18. Jahrhundert für ein breiteres deutsches Publikum dargestellt als ein
Mensch, der nach allen im Europa der Frühaufklärung geltenden Standards zurückgeblieben ist. Das hinderte, jetzt wieder die nächste Spalte bitte, das hinderte das unter Peter modernisierte Russland nicht im Laufe des 18. Jahrhunderts territorial zu expandieren, indem es sich nach Süden bis zum Schwarzen Meer ausdehnte, nach Westen durch die Beteiligung an den Aufteilungen Polens 1772, 93 und 95 bis fast vor die Tore von Berlin sich ausdehnte. Auf der Ebene des Adels wurden die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ziemlich schnell verhältnismäßig eng, und zwar durch die Verheiratung deutscher Prinzessinnen an russische Großfürsten. Katharina, die spätere Zarin Katharina, war auch eine von denen. Die war ja eine gebürtige Fürstin von Anhalt-Zerbst, also der Gegend um Dessau im heutigen Sachsen-Anhalt. Und der Machtanspruch, den Russland auf der europäischen diplomatischen Bühne erhob, zeigte sich auch daran, dass es selbstverständlich aufgrund gemeinsamer Interessen an den Interventionen der europäischen Monarchien gegen das revolutionäre Frankreich nach 1789, nach der Französischen Revolution, teilnahm. Diese Interventionskriege waren für die Interventen alles in allem erfolglos und deswegen vielleicht jetzt nächste Folie. War die erste Erscheinung Russlands auf der europäischen Ebene, die auch für größere Bevölkerungsschichten bekannt wurde, die Beteiligung an der Koalition gegen Napoleon. Könnten wir mal die nächste Folie sehen, bitte? So, hier haben wir sie. Die Zeitfolge war so, Ende 1805 wird Russland noch in der sogenannten Dreikaiserschlacht von Austerlitz in der Nähe von Brünn im heutigen Tschechien besiegt. 1806 zerschlägt Napoleon die preußische Armee bei Jena und Auerstedt. Preußen wird französisch besetzt, seine staatliche Existenz steht in Frage. Und es war Russland, das aus einem Interesse daran, Napoleon nicht zu stark werden zu lassen, in seinem eigenen Friedensschluss mit Napoleon fort ausgehandelt hat, dass Preußen in wie auch immer territorial verkürzter Form weiter bestehen sollte. Preußen wurde in dieser Zeit also ganz massiv von Russland abhängig in seiner eigenen Existenz. Die Machtlosigkeit Preußens gegenüber Napoleon führte dazu, dass eben auch Preußen einen Hilfskorps von ungefähr 30.000 Mann für die große Armee stellen musste, die 1812 im Auftrag Napoleons gegen Russland zog, mit einem Kriegsziel, das uns aus der heutigen Geopolitik auch nicht ganz unbekannt ist. Napoleon wollte nämlich Russland zwingen, sich an seinen Sanktionen gegen Großbritannien zu beteiligen. Großbritannien, die damalige Seemacht, an die Napoleon einfach wegen ihrer Insellage nicht rankam. Und er wollte nun also den englischen Handel durch die sogenannte Kontinentalsperre zerschlagen. Das ist ihm im Falle des Zaren nicht gelungen. Deswegen wollte er Russland dazu zwingen und mobilisierte 600.000 Mann der sogenannten Grande Armee. Der Feldzug war zunächst einmal sehr erfolgreich, erreichte ähnlich wie 1941 der deutsche Vormarsch relativ schnell Moskau. Aber dann haben die Russen, die sich zurückziehenden Russen im Herbst 1812 das damals aus Holz gebaute Moskau angesteckt selbst. Die Franzosen standen in der beginnenden kalten Jahreszeit ohne Unterkünfte da und mussten sich durch überdehnte Nachschubwege zurückziehen. Und in dieser Situation handelte der preußische General Jörg von Wartenberg am 30. Dezember 1812
einen separaten Waffenstillstand mit der russischen Armee aus, die übrigens von einem aus Baden gebürtigen General namens Dibitsch geleitet wurde. Und das war im Grunde der Beginn des Zerfalls der Herrschaft Napoleons. Bereits im kommenden Jahr besetzten russische Truppen Berlin und wurden dort von der Bevölkerung als Befreier vom sogenannten napoleonischen Joch begeistert empfangen. Es gibt viele zeitgenössische Quellen, die das bezeugen. Das heißt, die dynastischen Interessen Russlands und der preußischen Monarchie verbanden sich mit dem gegen Napoleon instrumentell eingesetzten Nationalismus. Es gab 1813 einen berühmten Aufruf des preußischen Königs Friedrich Wilhelms III. An mein Volk, in dem er Reformen versprach, wenn die Leute ihm gegen Napoleon folgten. Der politische Preis hierfür war in Deutschland die Aufhebung der Leibeigenschaft und einige andere Reformen, die auf diese Weise in Deutschland ungefähr ein halbes Jahrhundert vor Russland zustande kamen. Und als Napoleon dann besiegt war, kam es 1815 zum Wiener Kongress, auf dem Russland, Preußen und Österreich sozusagen das politische Erbe nach Napoleon untereinander aufteilten. Sie schlossen ein Bündnis, die sogenannte Heilige Allianz, dessen Hauptinhalt war, eine Wiederholung der revolutionären Gefahr von 1789 in ihrem Machtbereich nicht zuzulassen. Das führte in Deutschland und in Österreich zu einer scharfen politischen Reaktion, die große Enttäuschung auslöste, in Russland allerdings auch. Und wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie schauen, stehen dazu einige Stichworte da drauf. Denn auch russische Offiziere hatten bei ihrem Marsch bis nach Paris, 1814 waren russische Truppen dann in Paris, und es gibt heute noch ein französisches Wort, das daran erinnert, nämlich die kleine Kneipe, wie heißt die? Bistro. Das ist französisiert von russisch Bistro, und Bistro heißt schnell, schnell was zu essen kriegen. Das ist also ein russisches Lehnwort im Französischen. Und es kam eben nicht nur auf die Abfütterung von Kosaken an, sondern französische, russische Offiziere, die in der Regel dem Adel angehörten, hatten natürlich auch die Modernisierungen der französischen Gesellschaft durch die Revolution zur Kenntnis genommen. Und einige wollten das im eigenen Land auch hinkriegen, inszenierten Ende 1825 den sogenannten Dekabristenaufstand von Dekabre, der Dezember, das russische Wort für Dezember. Der Aufstand scheiterte aber kläglich, weil die Petersburger Garderegimenter, die dafür vorgesehen waren, dann zuletzt doch kalte Füße kriegten. Ein paar aufgeklärte Offiziere sollten erst hingerichtet werden, wurden dann aber vom Zaren wegen ihres adligen, ihres sehr hochadligen Status begnadigt zur Zwangsarbeit in Sibirien und haben dort unter anderem das Volksschulwesen aufgebaut. Es gibt ein sehr bewegendes Gedicht von Alexander Puschkin, der mit den Dekabristen sympathisierte, an eben die verbannten Dekabristen, in dem es heißt, eure mühevolle Arbeit wird nicht vergeblich gewesen sein. Fürs Erste war sie es leider doch. Der Staat, der Zarenstaat war gestärkt und war 1830 in der Lage, einen Aufstand im besetzten Polen niederzuschlagen. Ein Aufstand, der damals in Deutschland unter den Liberalen große Sympathie genoss. Sie haben vielleicht schon mal vom Hambacher Fest gehört, dieser Kundgebung 1832 auf dem Schloss bei Neustadt in der Weinstraße. Da haben deutsche Liberale polnische Flüchtlinge, die auf dem Weg ins französische Exil waren, begeistert begrüßt und dort mit ihnen einige Tage lang gefeiert und hochherzige Reden geschwungen. Viel gefolgt ist dabei zu jenem Zeitpunkt nicht daraus. Die Reaktion sowohl in Preußen als auch in Russland ging weiter. Und noch als 1848 die bürgerliche Revolution an die Türen der europäischen Hauptstädte klopfte, war, anders als in Frankreich, in Deutschland und Österreich
der Revolution kein Erfolg beschieden, unter anderem deswegen, weil Russland seine Monarchenkollegen auch militärisch schützte. Diese Kooperation der aristokratischen Staatsklassen in Preußen und Russland hat sich im Grunde fortgesetzt bis in die Zeit von Bismarck, also nach der deutschen Reichsgründung. Bismarck hielt es für erforderlich, mit Russland eng zusammenzuarbeiten, schon um zu verhindern, dass Russland seinerseits ein Bündnis mit Frankreich einging, das nach dem 1871er Krieg auf Revanche und auf die Rückeroberung von Elsass-Lothringen unter anderem sann. Das heißt, im gesellschaftlichen Bewusstsein der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war deutsch-russische Freundschaft ein Produkt der Reaktion, der politischen Reaktion. Es fällt deswegen auf, ist aber nicht weiter erstaunlich, dass die europäische Linke Russland feindlich ist. Wenn jemand zu Hause die entsprechenden blauen Bände aus den mittleren Jahren von Marx und Engels stehen hat oder in die Bibliothek gehen kann und will und das lesen will, Marx und Engels waren richtige Todfeinde Russlands und haben dem Zarentum jegliche Niederlage der Welt gewünscht. Die Kommentare von Engels etwa zum Krimkrieg in den 1850er Jahren waren ausgesprochen gehässig. Das führte dazu, dass eben noch bis weit ins frühe 20. Jahrhundert hinein Russland für die europäische Linke, nicht nur die Deutsche, aber die Deutsche insbesondere auch, eben als Zitadelle der europäischen Reaktion kodiert war. Dazu trug sicherlich auch bei, dass viele linke politische Immigranten aus Russland in Mitteleuropa studierten, dort Kontakt bekamen mit eigenen oder mit Gesinnungsgenossen und auch mit dem wissenschaftlichen Sozialismus und den Werken und den Werken von Marx und Engels. Das Kapital ist zum Beispiel relativ früh, schon in den 1870er Jahren, ins Russische übertragen worden und ist dort ausführlich rezipiert worden auch. Ganz anders war das Deutschlandbild in Russland, wenn wir mal auf die nächste Folie schauen könnten. Hier herrschte in der intellektuellen Elite, das muss man sagen. Das war beschränkt weitestgehend auf die intellektuelle Elite des Landes. Das Russlandbild geteilt zwischen einerseits einer breiten Rezeption deutscher Philosophie der klassischen Zeit, Leibniz, Kant, Hegel, gerade die linken russischen Denker der Mitte des 19. Jahrhunderts, etwa Vissarion Belinsky oder Nikolai Tschernyschewski, waren ausgesprochene Hegelianer und haben Hegels dialektisches Denken und seine Vorstellung eines sich zwangsläufig durchsetzenden Fortschritts als Inspiration und auch als, als Bestätigung der Notwendigkeit ihres eigenen Engagements gesehen. Auch die deutsche Literatur der klassischen Zeit wurde breit rezipiert, Goethe und Schiller in erster Linie. Es gibt zum Beispiel Zitate, die wir von Goethe kennen, die auch in russischen Sprichwörtern sind. Aufgrund einer Übersetzung des Faust aus der Feder von keinem Geringeren als Alexander Puschkin. Das war das eine Bild Deutschlands, das Land der Dichter und Denker. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Denkschule im Russland des 19. Jahrhunderts, der sogenannten Slavophilen. Die hielten das alles für einen Irrweg und kreierten Bilder vom Deutschen als Langweiler, Pedant und Arbeitstier. Und diese Vorstellung war natürlich auch anschlussfähig in den russischen Bevölkerungsmassen. Denn seit dem 18. Jahrhundert waren einige hunderttausend deutsche Siedler nach Russland gekommen, eingeladen schon von Katharina II., zunächst eingeladen an die Wolga, später auch ins frisch eroberte
das damalige Neurussland, also heute würde man sagen die südliche Ukraine. Diese Bauern haben sich unterschiedlich gut integriert, die im Süden besser als die an der Wolga, was auch an der Qualität der Böden lag. Und vor allem war das 19. Jahrhundert auch eine Zeit, in der deutsche Unternehmer angefangen haben, in Russland Filialen aufzubauen, zu investieren. Russland hatte damals einen durch hohe Zollmauern abgetrennten Markt, der aber beim Kapital als aussichtsreich angesehen wurde. Und weil es eben wegen der Zollschranken zu teuer gewesen wäre, Produkte aus Deutschland oder aus England nach Russland zu exportieren, haben erst englische, dann später auch deutsche Ingenieure in Russland selbst Fabriken gegründet. Das Donbass im Süden des damaligen Russlands zum Beispiel ist von einem Engländer namens Hughes überhaupt sozusagen erschlossen worden. Deswegen hieß das heutige Donetsk über lange Jahre Jusowka nach diesem Hughes. Und Siemens hat bereits in den 1860er Jahren eine Niederlassung in Moskau und St. Petersburg aufgemacht und hat sehr viel Geld verdient, damit erst das russische Telegrafennetz auszubauen. Andere deutsche Hersteller haben Lokomotiven gebaut. Und es führte alles dazu. Außerdem gab es eben auch sehr viele Deutsche, die in konsumnäheren Branchen, wo sie dann eben auch mehr Kontakt hatten zum russischen Markt, einfach Geschäfte aufgemacht haben. Und diese haben sich relativ schnell auch dann russifiziert und eben ein Bild des Deutschen als tüchtig, aber tüchtig, gewissenhaft und verlässlich, aber eben auch als sehr pedantisch und wenig spaßverstehend im russischen Volksbewusstsein zu verankern. Ich habe eben schon gesagt, dass viele russische linke Oppositionelle in Mitteleuropa im Exil waren, insbesondere auch in Deutschland. Und deswegen wurde die entstehende deutsche Sozialdemokratie für die russische bis hin zu Lenin als Vorbild angesehen. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie gehen könnten, bitte. Es blieb aber allgemein bis 1914 in Deutschland die Vorstellung vom barbarischen Russland, von der wir gesehen haben, dass sie im Grunde im 16. Jahrhundert erstmals klischiert worden ist, weitestgehend erhalten. Weitestgehend sage ich deswegen, weil es natürlich auch damals schon die Begeisterung für die sogenannte russische Seele gab, wobei wenige deutsche Bewunderer dieser Eigenschaft eigentlich hätten sagen können, worin diese Seele bestanden haben soll. Aber wer mal Dostojewski gelesen hat, der weiß natürlich, dass in vielen seiner Romane es sehr tiefsinnig zugeht, wabernde Kategorien. Das war sozusagen ein positives Russlandbild, das aber sozusagen gerade an einer negativen Eigenschaft des rückwärtsgewandten Zweiges der russischen Kultur anknüpfte. Andererseits blieb die deutsche Sozialdemokratie bis 1914 sehr russlandkritisch, was die deutsche Reichsleitung ausnutzen konnte, um sie mit in die Kriegsvorbereitungen hineinzuziehen. Es gibt das berühmte Zitat des 1913 verstorbenen August Bebel auf dem Parteitag 1912, als er gesagt hat, wenn es gegen den Zaren geht, würde auch er in seinem hohen Alter, er war damals schon über 60, nochmal die Flinte auf den Buckel nehmen, also sich zum Militär einziehen lassen. Und dieser argumentative Trick ist eben von der damaligen Reichsleitung auf eine sehr zynische Art und Weise ausgenutzt worden, indem Russland zum Aggressor erklärt wurde durch diplomatische Manipulationen der Öffentlichkeit, obwohl das in Wahrheit so nicht der Fall war. In Wahrheit war, wie wir wissen, in der Juli-Krise die provozierende
Rolle auf der Seite Österreichs, das hierzu von Deutschland ermuntert wurde. Die große Überraschung war dann, als 1917 in Russland die Revolution begann. Eine Revolution, die im linken Lehrbuch niemand erwartet hatte. Eine Revolution, die, wie wir heute wissen, erheblich nicht ausgelöst wurde, aber deren Verlauf radikalisiert und gefördert wurde dadurch, dass die deutsche Reichsleitung einen gewissen Wladimir Ulyanov und 30 seiner Gesinnungsgenossen in einem zu exterritorialem Gebiet erklärten Waggon, verploppt war er nicht, durch Deutschland, also von der Schweiz durch Deutschland nach Schweden und von dort weiter nach Russland ausreisen ließ. Die Folgen sind bekannt, darüber muss ich jetzt heute hier nicht im Einzelnen reden. Die Mehrheitsmeinung der deutschen Sozialdemokratie hat sich von der russischen Revolution nicht weiter beeindrucken lassen. Man war der Auffassung, dass Russland ökonomisch zu unentwickelt gewesen sei, um bereits einen Sozialismus realisieren zu können. Die einzige Gegenthese vertrat Rosa Luxemburg in ihrer Schrift zur russischen Revolution von Anfang 1918. Sie hat dort geschrieben, dass in Russland oder dass die Revolution in Russland gekommen sei, beweise nicht die Unreife des russischen Proletariats, sondern die Unreife des Deutschen, das sie längst hätte machen sollen. Damals eine radikale Minderheitsmeinung, aber man muss sehen, auch die Bolschewiki haben im Grunde ihre Revolution zwar taktisch als machbar angesehen, waren aber in den ersten Jahren ebenfalls der Auffassung, dass es nur eine Phasenverschiebung gewesen sei. Eigentlich hätte erst mal die Revolution in Deutschland kommen sollen. Und sie haben bis zum Ende der unmittelbar revolutionären Phase nach Ende des Ersten Weltkriegs 1923 darauf gehofft, dass die deutsche Revolution noch kommen würde und dass dann ihr eigener Aufbau, von dem sie sich im Klaren waren, dass er natürlich an den bekannten ökonomischen fehlenden Voraussetzungen krankte. Lenin hat das äußerst oft geschrieben und unter anderem aus diesem Grund dann 1921 seine ökonomische Kapitulationsurkunde in Gestalt der neuen ökonomischen Politik unterzeichnet. Sie haben also gehofft, dass Deutschland mit seiner entwickelteren Industrie Russland zu Hilfe kommen könne. Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen. Aber Russland hatte durch die gelungene bolschewistische Revolution in der zuvor überwiegend antirussisch eingestellten deutschen Linken einen großen Verbündeten gewonnen, eine starke Fraktion gewonnen, die jetzt sich auf Russland als das Land orientierte, in dem das gelungen sei, was zu Hause verfehlt worden sei. Hieran konnte die stalinische Führung anknüpfen, als sie 1925 begann, die Sowjetunion zum Vaterland der Werktätigen zu erklären. Also kann man auch sagen, ja, den berühmten Satz von Marx aus dem Kommunistischen Manifest, der Arbeiter habe kein Vaterland, zu revidieren. Ab sofort sollte der Arbeiter, auch der Revolutionäre, sehr wohl ein Vaterland haben, nämlich nicht das, dessen Pass er hatte, sondern eben die Sowjetunion. Diese Einstellung, großen Enthusiasmus auf der radikalen deutschen Linken, ist dann in späteren Jahren in der Sowjetunion bitter enttäuscht worden. Aber dazu komme ich noch. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie gehen, bitte. Die Weimarer Zeit war gekennzeichnet dadurch, dass auf der einen Seite die Rechte das Bild vom blutrünstigen Bolschewistengesindel zeichnete. Auf der anderen Seite aber eine ganz pragmatische Kooperation der Kriegsverlierer begann. Anders als die siegreichen Westmächte, die ja von Deutschland milliardenschwere Reparationen verlangt hatten in Versailles, verzichtete Sowjetrussland im Vertrag von Rapallo 1922 gegenüber Deutschland auf diese Kriegsentschädigung. Deutschland tat dasselbe und beide Länder
vereinbarten die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen und die Aufnahme von Handelsbeziehungen. Diese pragmatische Linie sollte natürlich dazu dienen, die Isolation, in die das Versailler System die Weimarer Republik versetzt hatte, zu unterlaufen, zu durchbrechen. Das ist deswegen in Paris und London, vor allen Dingen in Paris, auch damals sehr sauer aufgenommen worden. Insbesondere auch deswegen, weil eine Frucht des Systems von Rapallo eine geheime Kooperation zwischen Reichsmeer und Roter Armee war. Das hatte einerseits völlig pragmatische Gründe. In den Weiten Russlands hoffte die Reichswehr, durch Versailles verbotene Entwicklungen in der Waffentechnik doch mitzumachen. Stichworte Giftgasproduktion, Luftwaffe, Panzerwaffe. Interessanterweise ist die später berühmt gewordene für ihre Durchschlagskraft Kanone des Panzers T-34, also des sowjetischen Standardpanzers im Zweiten Weltkrieg, eine Konstruktion der Firma Rheinmetall aus dem Jahr 1926 gewesen. Also auch Deutschland hat da Know-how nach Russland geliefert und bekam dafür die Gelegenheit, dieses Know-how auf russischen Truppenübungsplätzen auszutesten. Diese Zusammenarbeit lief bis zum Beginn der Nazi-Herrschaft. Aber die Epoche der Faszination beschränkte sich in der Weimarer Zeit nicht nur auf das Militär oder irgendwelche reaktionären Finsterlinge, sondern es gab damals in der fortschrittlichen Intelligenz, die das Gefühl hatte, dass 1918 die alte Welt wirklich zusammengebrochen war und keine Perspektive mehr hatte. In dieser Situation besaß Sowjetrussland ein großes Sympathiepotenzial, weil es etwas Neues versuchte. Dieses Sympathiepotenzial reichte bis weit ins liberale Bürgertum hinein. Die liberale intellektuelle Frankfurter Zeitung zum Beispiel veröffentlichte ganze Serien von Reportagen über die planwirtschaftlichen Versuche nach dem Motto Röhm, interessantes Modell, muss man sich doch mal anschauen. Außerdem gab es enge Beziehungen zwischen Künstlern der ästhetischen Avantgarde. Die russischen, das hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg begonnen und ging weiter in den 20er Jahren. Russland erteilte während der Weltwirtschaftskrise deutschen Unternehmen Großaufträge für seine beginnende Industrialisierung und eine größere Anzahl deutscher Facharbeiter, die in Deutschland wegen der Krise arbeitslos geworden waren, wanderten ebenfalls in die Sowjetunion aus, um dort ihren Beruf auszuüben und zum Teil auch bewusst am sozialistischen Aufbau mitzuwirken. Allerdings waren die Eindrücke, die sie von dort mitbrachten, teilweise auch sehr zwiespältig. Viele waren davon enttäuscht, dass ein sogenanntes Arbeiterparadies doch eben gar nicht unbedingt ein Paradies war. Sie waren konfrontiert mit Desorganisation, Chaos, Materialmangel und allen möglichen Schwierigkeiten im Zuge dieses Aufbaus. Und dies führte dazu, dass man in Deutschland sich in großen Teilen der Arbeiterklasse, auch solchen Teilen, wo Leute in der Sowjetunion gewesen waren, einen gewissen kulturellen oder technologischen Hochmut gegenüber Russland meinte leisten zu können. Das hat später noch in der Nazi-Zeit und während des Russlandfeldzuges dazu geführt, dass es immer wieder hämische Kommentare gab über die Zurückgebliebenheit Russlands gegenüber Deutschland. Vorbildcharakter Russlands wurde also dort einfach bezweifelt auf Grundlage des Augenscheins. Das alles war, und jetzt können wir mal auf die nächste Folie schauen, bitte. Das alles war natürlich eine offene Flanke, in die die Propaganda der Nazis in ihrem radikalen Antikommunismus sofort hineinstieß. Die 30er Jahre waren gekennzeichnet durch ein Trommelfeuer von antibolschewistischer Propaganda, oft mit antisemitischen Untertönen unterlegt.
Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 standen Nazi-Deutschland und die Sowjetunion auf gegensätzlichen Seiten der Barrikade. Das republikanische Spanien wurde in der deutschen Presse wegen der Hilfe, die es aus der Sowjetunion bekam, Klammer auf, weil ihm die Westmächte keine geben wollten, Klammer zu, nur noch als Rotspanien diffamiert. Und es schien so, als wären Nazi-Deutschland und die Sowjetunion wie Wasser und Feuer. Und plötzlich waren sie Feuer und Flamme. Was war das denn? Als am 23. August 1939 der Ribbentrop-Molotow-Pakt über die gegenseitige Nichtangriffszusage und Klammer auf, die Aufteilung Osteuropas, Klammer zu, abgeschlossen wurde, fielen buchstäblich alle aus allen Wolken. Sowohl die Anhänger der Nazis, die sich das überhaupt nicht hatten vorstellen können, dass man sich so mit dem Erzfeind ins Bett legen könne, als auch und insbesondere auf der politischen Linken. Wenn man mal ins Arbeitsjournal von Bert Brecht guckt, die Eintragungen sind geradezu entsetzt, die er da zu diesem Ereignis macht. Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle, denn es wird natürlich heute im Mainstream so getan, als wäre Stalin mitverantwortlich für den Zweiten Weltkrieg. Darauf sollte man nicht hereinfallen, denn vorausgegangen war dem Hitler-Stalin-Pakt, so heißt er in Deutschland, obwohl es ungenau ist, vorausgegangen war diesem Pakt die Erfahrung des Münchner Abkommens vom Herbst 1938, als die Westmächte Hitler grünes Licht für die Zerschlagung der Tschechoslowakei gegeben hatten, eines Landes, das mit der Sowjetunion ein Bündnis hatte. Ein Bündnis, das aber nicht zum Tragen kommen konnte, weil das dazwischenliegende Polen der Sowjetunion die Erlaubnis zum eventuellen Durchmarsch russischer Truppen, sowjetischer Truppen zur Unterstützung der Tschechoslowakei verweigert hatte. In dieser Situation hat die sowjetische Führung Anfang 1939 begriffen, dass Hitler vor einem Krieg in Osteuropa nicht zurückschrecken würde und hat deswegen offensichtlich versucht, Zeit zu gewinnen, Zeit für die eigene Wiederbewaffnung und für die Wiederherstellung eines Offizierskorps. In der Zwischenzeit hatte ja Stalin in den Säuberungen der Jahre 36 bis 38 einen Großteil des höheren Offizierskorps der Roten Armee erschießen lassen. Das brauchte natürlich Zeit, um die Leute wieder heranzubilden. Und aus sowjetischer Sicht war die Wiedergewinnung der Osthälfte Polens eine Kompensation für Verluste, die Russland oder die Sowjetunion beim polnisch-sowjetischen Krieg von 1920 erlitten hatte, als nämlich der Westteil der Ukraine von Polen erobert worden war. Aus russischer Sicht war das also einfach die Wiederherstellung des Status quo und die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der Sowjetunion von 1939 verlief mehr oder minder dort, wo die westlichen Alliierten von 1919 die Ostgrenze Polens gezogen hatten. Der Unterschied war nur, dass Polen in jener Zeit, als die Westmächte andere Sorgen hatten, als irgendwelche Gebiete, von denen kaum niemand wusste, wo sie überhaupt lagen, sich diese Gebiete genommen hatte, indem es die Schwäche der UdSSR während des Bürgerkrieges ausnutzte. Diese Phase der Verständigung zwischen Nazi-Deutschland und Russland währte allerdings nur knappe 2 Jahre. Die Beziehungen verschlechterten sich bereits 1940 rapide. Und wenn wir jetzt mal zur nächsten Folie kommen, im Sommer 1941, nächste Folie bitte. Im Sommer 1941 begann dann die Wehrmacht ihren Angriff auf die Sowjetunion.
einen Krieg, von dem wir heute wissen, dass er letzten Endes darüber entschieden hat, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Einen Krieg, den Deutschland von Anfang an als Vernichtungskrieg führen wollte. Das war von Anfang an vorgesehen. Der Hungertod von einer zweistelligen Millionenzahl von Russen und anderen Bewohnern der Sowjetunion war bewusst einkalkuliert. Es gibt in den Nürnberger Dokumenten das Protokoll einer Besprechung bei Göring vom Mai 1941, in dem es heißt, wenn in Europa gehungert werden muss, dann hungert der Deutsche als Letzter. Und wenn wir unsere Truppen in Russland aus dem Lande ernähren, wird es zwangsläufig dazu führen, dass einige zig Millionen Slawen dabei draufgehen. Das steht da wörtlich drin in diesem Protokoll. Der deutsche Angriff hat die Sowjetunion insgesamt 27 Millionen Tote gekostet, etwa die Hälfte davon Angehörige der Armee, die andere Zivilisten. 2 Millionen dieser Toten sind jüdische Opfer der sogenannten Einsatzgruppen, ermordet noch vor der Inbetriebnahme der Gaskammern auf dem Gebiet des besetzten Polens durch mobile Erschießungskommandos der SS. Einer der grausigsten Aspekte des deutschen Krieges im Osten. Dass der Hunger als Waffe angesetzt wurde, habe ich schon erwähnt. Die besetzten Gebiete werden in anderen deutschen Dokumenten der Besatzungszeit als Kahlfraßzonen bezeichnet. Das heißt, es war völlig klar, dass die deutsche Besatzung die Aufgabe hatte, auch die ökonomische Substanz dieser Gebiete zu zerstören. Und diese Hungerstrategie wurde insbesondere an einer Stelle praktisch auch umgesetzt, bei der Blockade von Leningrad, der eine knappe Million Einwohner der Stadt zum Opfer gefallen sind. Deutschland hätte die Stadt im Spätsommer 1941 ohne weiteres erobern können. Die deutschen Truppen standen, finnische auch, im August 1941 vor der Stadt, aber sie wollten es nicht, weil sie nicht vorhatten, diese Millionenstadt zu ernähren. Im Gegenteil haben sie ihre ersten Bombenangriffe nicht gegen irgendwelche militärischen Ziele geflogen, sondern dazu genutzt, Getreidespeicher und die Wasserversorgung der Stadt zu zerstören. Das völlige Aushungern von Leningrad ist nur deswegen nicht gelungen, weil es der Roten Armee gelang, einen kleinen Landstreifen zum östlich gelegenen Ladogasee hin unbesetzt zu halten. Und während der Wintermonate konnte über den zugefrorenen See etwas Versorgung in die Stadt gebracht werden. Aber es war trotzdem eine absolut grausige Erfahrung. Und wer einmal in Petersburg ist und auf dem Piskarjowski-Friedhof ist, wo der Großteil der Opfer der Belagerung bestattet ist, den wird dieses Bild lange nicht in Ruhe lassen. Weitere Aspekte dieses Tiefpunkts deutsch-sowjetischer und deutsch-russischer Beziehungen war der Umstand, dass 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene von der Wehrmacht bewusst verhungern gelassen wurden, entgegen allen Vorstellungen des Kriegsrechts, von denen sich die deutsche Führung gegenüber der Roten Armee emanzipiert hatte, und flächendeckende Zerstörungen des Landes bei der Partisanenbekämpfung und beim deutschen Rückzug. Bei der Befreiung ihres Landes 1944 fand die Rote Armee tatsächlich eine weitestgehende Wüste vor. Und insofern war das, was sie anschließend im besetzten Deutschland veranstaltet hat, nächste Folie bitte. Eins davor noch, ja. Sicherlich nicht schön, aber zumindest verständlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Kriegführung auf sowjetischer Seite doch einige wesentliche Unterschiede hatte. Der erste Punkt war, es gab keinen ethnischen oder rassischen Vernichtungswillen auf sowjetischer Seite. Es war nie der Zweck der Kriegführung, nun ihrerseits die Deutschen zu vernichten, so wie die Deutschen die Russen vernichten wollten, zumindest zu 3/4, den Rest gedachte man als Arbeitssklaven zu verwenden. Es gibt das berühmte Zitat von Stalin, die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat aber bleiben bestehen.
Ein Zitat, was in den Kriegsjahren sehr oft von sowjetischer Seite in der Propaganda eingesetzt wurde. Ein Zitat, dem aber durchaus auch in der Praxis Rechnung getragen wurde. Es wurde in der westdeutschen Überlieferung immer gesagt, die Deutschen in der russischen Gefangenschaft hätten gehungert. Natürlich haben sie das wahrscheinlich. Aber sie erhielten dieselben Rationen wie die sowjetische Zivilbevölkerung. Die hat halt auch gehungert. Und gehungert hat sie deswegen, weil die Deutschen gerade die fruchtbarsten Getreidegebiete des Landes verwüstet hatten und alles abtransportiert hatten, was irgendwie nicht nied- und nagelfest war. Auf der anderen Seite waren Versuche der Sowjetunion zu organisierter antifaschistischer Agitation gegenüber der Wehrmacht nur begrenzt erfolgreich. Der Großteil der deutschen Soldaten hielt sich insbesondere auch wohl im Bewusstsein dessen, dass mit den Grausamkeiten der eigenen Seite die Brücken abgebrochen worden waren, bis zum Schluss an Hitler fest. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, bitte. Muss man eben festhalten, dass in Deutschland das Russlandbild bis zum bitteren Ende 1945 von den narzisstischen Klischees geprägt war. Verstärkt wurde dieser Eindruck durch die vorgekommenen Plünderungen und Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten und durch die Demontagen in der sowjetischen Besatzungszone. Demontagen, von denen die westlichen Besatzungszonen nicht im selben Maße betroffen waren, was einfach damit zu tun hatte, dass die Sowjetunion größere Schäden erlitten hatte und außerdem laut dem Potsdamer Abkommen aus ihrem Reparationsaufkommen noch einen Teil an Polen abzugeben hatte, das ja ebenfalls durch den Krieg stark verwüstet worden war. Zumindest in den Westzonen waren die anti-sowjetischen, anti-russischen Klischees der Nazi-Zeit im Grunde vollkommen oder weitestgehend ungebrochen. Es gibt natürlich Ausnahmen auf persönlicher Ebene. Ich erinnere mich an einen Mann, der bei meinem Erwerb der russischen Sprache eine gewisse Rolle gespielt hat. Ein Funktionär des Lehrerverbandes in Schleswig-Holstein, der den ersten damaligen Russischkurs in der Sowjetunion organisierte. Damals schon ein älterer Mann in den 70er Jahren. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, was ihn eigentlich veranlasst habe, diese damals durchaus nicht im Trend befindliche Haltung der Verständigung zu Russland einzunehmen. Und er hat mir gesagt, wissen Sie, ich bin bei Stalingrad in Gefangenschaft geraten. Ich habe erwartet, wie es uns unsere Offiziere erzählt hatten, dass wir sofort erschossen wurden. In Wahrheit haben wir sofort warme Stiefel und ein Stück Brot bekommen. Und das war ein Erlebnis, was einfach ein ganzes Weltbild bei mir umgestürzt hat. Solche Sachen hat es als Einzelschicksale gegeben. In der sowjetischen Besatzungszone, in der späteren DDR, ist auf diese Erlebnisse stärker aufgebaut worden, auch um eben der Freundschaft mit der Sowjetunion eine gewisse Massengrundlage zu verpassen. In Westdeutschland mussten sich solche Haltungen lange im Grunde verborgen halten. Vielleicht erinnert sich noch jemand daran, dass in der Bundestagsfraktion der PDS ein oder zwei Legislaturperioden lang Heinrich Graf Einsiedel war. Das war ein, wie der Name schon sagt, Aristokrat, als deutscher Offizier in der Nähe von Stalingrad mit seinem Flugzeug abgeschossen. Der kam dann in Gefangenschaft, nahm dort an dem Antifa-Programm der russischen Seite teil und wurde, wie er mir mal erzählt hat, im Grunde die ganzen
altbundesrepublikanischen Jahre über weitestgehend angefeindet. Seine Publikationsmöglichkeiten, er war dann Journalist geworden, waren sehr, sehr begrenzt. Und wenn er nicht von zu Hause etwas Vermögen gehabt hätte, dachte er, hätte er nicht gewusst, wie er diese Jahre überstanden hätte. Das war die Situation im Westteil des Landes. Und wenn ich jetzt zur Situation im Osten komme, dann sage ich das natürlich als jemand sozusagen aufgrund meiner Studien. Nächste Folie bitte. Sage ich das aufgrund meiner Studien, das ist angelesen. Wenn im Publikum jemand ist, der eine ostdeutsche Geografie oder Sozialisation hat, dann lade ich den herzlich ein, mir in der Diskussion zu widersprechen, wenn ich jetzt etwas falsch darstelle. Über das Leben in der DDR weiß ich halt auch aus allenfalls zweiter Hand. Es heißt ja immer, der DDR-Antifaschismus sei verordnet gewesen, also von oben aufgezwungen. Ich möchte an der Stelle ein Fragezeichen setzen. Ein Fragezeichen deshalb, weil es eben, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Gesellschaft zwischen Elbe und Oder letzten Endes ähnlich strukturiert war, 45, wie die zwischen Elbe und Rhein. Natürlich auch dort dasselbe Gemisch gab von aktiven Nazis, Mitläufern, Eingeschüchterten und einigen wenigen Nazi-Kritikern. Aber natürlich hat sich diese Mischung im Laufe der Zeit verändert. Verändert auf der einen Seite dadurch, dass viele Leute, die aktive Antikommunisten waren und damit überhaupt nichts anfangen konnten, wie die DDR, in welche Richtung die ging, die ersten 12 Jahre der DDR lang die Gelegenheit hatten, zu verlassen und das ja auch in großer Zahl getan haben. Gleichzeitig gab es aber auch die Gegenbewegung, dass Linke und Antifaschisten aus Westdeutschland in die DDR gingen, sodass ich schon glaube, dass insbesondere dieses Potenzial eine Bevölkerungsschicht geschaffen hat, für die eben dieser Antifaschismus der DDR und auch die Freundschaft zur Sowjetunion nicht verordnet war. Und das ist, wie mir scheint, im Ergebnis ein Grund dafür, warum gerade in Ostdeutschland heute, anders als zum Beispiel in Polen oder vielen anderen Staaten Osteuropas, die ebenfalls zum Warschauer Pakt gehört haben, doch Freundschaft mit Russland eine gewisse Massenbasis bis heute hat. Ich komme darauf noch. Die Propaganda der DDR in Sachen Sowjetunion hatte natürlich mehrere Seiten. Auf der einen Seite der Antifaschismus auch als Entschuldungsangebot, als Angebot, deutsche Verantwortung für alle Gräuel des Krieges im Grunde auf die Westseite der Elbe abzuschieben. Oder wie es eine DDR-Parole mal so schön formulierte, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, heißt ja auch, wer sich an die Sowjetunion hält, der kann das Trauma der deutschen Niederlage hinter sich lassen. Das war also eine Parole, die, wie ich finde, zentral an diejenigen Deutschen gerichtet war, die nach wie vor 1945 nicht als Befreiung wahrgenommen haben, sondern eben als Niederlage. Und dieses Trauma der Niederlage sollte eben oder konnte da psychisch irgendwie kompensiert werden. Auf der anderen Seite gab es in der DDR-Bevölkerung, so wie ich es aus Gesprächen mit Ostdeutschen vor und nach der Wende erfahren habe, durchaus das Gefühl, dass im eigenen Lande der Laden besser gelaufen sei als in der Sowjetunion. Es gab ja viele Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende von DDR-Bürgern, die die Gelegenheit hatten, in der Sowjetunion zu studieren und insofern dort ein prägendes Jahr zu verbringen, in der Regel das vierte Studienjahr, ziemlich egal, was man studierte. Und in der Führung der DDR gab es schnell das Gefühl, von der Sowjetunion zwar politisch abhängig zu sein, aber ihr im Grunde wirtschaftlich, technologisch und auch
auf der Ebene der marxistischen Theorie überlegen zu sein. Insbesondere Walter Ulbricht hatte dieses Gefühl wohl in sehr ausgeprägter Weise. Und das hat auch dazu beigetragen, dass Leonid Brezhnev 1971 seinen Sturz veranlasst hat und seine Ersetzung durch Erich Honecker, der nach dem, was viele Leute sagen, bei weitem nicht das geistige Format hatte, das Ulbricht noch hatte. Ulbricht, der die sowjetischen Führer seiner Zeit immer damit nervte, dass er noch mit Lenin geredet hätte auf irgendeinem kommentären Kongress. In der ostdeutschen Führung und auch in der Gesellschaft wurde die Perestroika sehr unterschiedlich gesehen. Gerade diejenigen, die mit dem Sozialismus nichts am Hut hatten, mit dem Sozialismus in den DDR-Farben, die witterten in der Perestroika die große Chance. Es gab da die berühmten Gorbi-Gorbi-Hilf-uns-Rufe. Auf der anderen Seite die Gruppe um Honecker sah Gorbatschow im wachsenden Maße als Abweicher von der richtigen Linie. Es kam dann ja sogar zu Situationen, dass sowjetische Zeitschriften in der DDR nicht erscheinen durften oder nicht ausgeliefert wurden. Und viele Angehörige der ehemaligen DDR-Führungsschicht fühlen sich noch heute von Gorbatschow hinters Licht geführt und im Ergebnis verraten. Man kann das auf der persönlichen Ebene verstehen, man muss aber auch sagen, dass natürlich die Sowjetunion 1989, nachdem in Polen die Solidarność die Wahlen gewonnen hatte, im Grunde keine andere Wahl mehr hatte, als die DDR meistbietend an die Bundesrepublik abzugeben. Denn nachdem das zentrale Transitland absehbarerweise aus dem Block ausscheiden würde, war die DDR zu Lande nicht mehr sicher militärisch zu erreichen und transportmäßig. Und da spielte also mehreres zusammen. Gorbatschows Bereitschaft, die Bündnisstaaten alle gehen zu lassen, wenn sie gehen wollten, das hatte im Wesentlichen ökonomische Gründe. Die Sowjetunion war oder hatte sich abhängig gemacht von den Erlösen aus dem Ölexport in den Westen. Und jede Tonne Öl, die sie zu Rubeln, Transferrubeln an die DDR oder an die Volksrepublik Polen oder an die Tschechoslowakei verkaufte, konnte sie eben nicht mehr gleichzeitig für Dollar im Westen verkaufen. Das heißt, in den 70er Jahren war allmählich der Kranz von Bruderstaaten für die UdSSR zu einem Zuschussgeschäft geworden. Sodass auf russischer Seite gleichzeitig der Gegensatz, die Feindseligkeit gegenüber den Deutschen insgesamt, auch den Westdeutschen, stark abnahm in den 80er Jahren. In dem Maße, wie die Wirtschaftskrise zunahm, kamen sarkastische Witze auf des ungefähren Inhalts, dass ein Enkel dem Großvater sagt, Opa, ihr habt schlecht gekämpft. Wieso, sagt der Opa, wir haben doch gewonnen. Ja eben, sagt der Enkel, wenn er verloren hätten wir heute bayerisches Bier in Moskau. Das ist natürlich vollkommener Unsinn, dieser Witz. Aber er zeigt, wie die Stimmung in der zusammenbrechenden Sowjetunion gewesen ist. Kommen wir zurück zum Russlandbild in der Bundesrepublik nach 1919. Und jetzt bitte die nächste Folie. Das Land, das bisher zwar mit großer Mehrheit die Entspannungspolitik von Willy Brandt in den 70er Jahren mitgetragen hatte und das in den 80er Jahren in der Friedensbewegung gezeigt hatte, dass es keine Konfrontation mit der Sowjetunion wollte, sah sich plötzlich konfrontiert damit, dass ein Fünftel seiner neuen vergrößerten Bevölkerung eine andere, nämlich die ostdeutsche, also die DDR-Sichtweise auf Russland in irgendeiner Weise mitbrachte. Es gab natürlich einerseits Dankbarkeit gegenüber Deutschland für die Einheit. Es gab in den 90er Jahren erstmals in Westdeutschland eine gut dokumentierte Aufarbeitung von historischer Schuld, die sogenannte Wehrmachtsausstellung, Verbrechen der Wehrmacht, in der die zahllosen Kriegsverbrechen der Wehrmacht erstens dokumentiert wurden, und zwar aus Amateurfotos von deutschen Soldaten. Das war der entscheidende Punkt. Niemand konnte auf Grundlage dieser Amateurfotos mehr bestreiten, dass die Verbrechen vor den Augen sehr, sehr vieler Deutscher
vonstatten gegangen waren. Diese Ausstellung erlebte oder löste einen wirklichen Schock aus im westdeutschen Bewusstsein. Auch wenn die Frankfurter Allgemeine damals eine wütende Kampagne gegen die Schau führte und tatsächlich erreichte, dass sie zurückgezogen werden musste für einige Jahre. Auf der anderen Seite wuchs aber in den 90er Jahren auch auf russischer Seite die Versöhnungsbereitschaft in der Bevölkerung und die Kooperationsbereitschaft auf der politischen Ebene. Was die Versöhnungsbereitschaft angeht, kann ich mich noch gut erinnern, was das für ein einzigartiges Gefühl war, als ich in den 90er Jahren mal als junger Korrespondent im Moskauer ARD-Studio am 9. Mai in irgendeinen Park gezogen bin, um einfach so eine Reportage zu machen mit dem Mikrofon, wie feiern die Veteranen? Und dann läuft man halt rum und sagt, guten Tag, ich komme vom Deutschen Radio, was feiern Sie denn heute, wie fühlen Sie sich und so weiter, was man dann fragt. Und ich habe gedacht, die Leute sind mir irgendwie böse, war aber überhaupt nicht der Fall. Diese uralten Leutchen mit ihren abgeschabten Jacken und ihren Orden auf der Brust haben gesagt, schön, dass Sie uns besuchen, setzen Sie sich doch, trinken Sie ein Glas mit uns. Und das war kein Einzelfall. Das war wirklich eine Sache, die ging in die Breite der Bevölkerung. Und das fand auch auf deutscher Seite damals, wie ich mich erinnere, sehr, sehr viel Resonanz. Es ist damals eine Vielzahl von deutsch-russischen Städtepartnerschaften geschlossen worden. Es gab sehr viel Bereitschaft zur Öffnung. Und als dann 2000 der sogenannte Deutsche im Kreml, Wladimir Putin, Präsident wurde, gab es auch in der deutschen Politik Hoffnungen auf einen positiven Neuanfang in den deutsch-russischen Beziehungen. Putin hat ja 2001 im Bundestag gesprochen, in deutscher Sprache übrigens, und hat eine Friedensordnung für den eurasischen Kontinent von Lissabon bis Wladiwostok vorgeschlagen. Daraus ist aus unterschiedlichen Gründen, die wir hier nicht zu behandeln brauchen, nichts geworden. Gleichzeitig hat nämlich die NATO ihre Erweiterung bis an die Grenzen des geschrumpften Russlands begonnen. 98, 99 die Staaten Ostmitteleuropas, 2004 dann auch die baltischen Staaten und einige, die noch näher an Russland dran sind. Die Folge war, dass in Russland auch man sich umorientiert hat und Wladimir Putin 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz seine berühmte Rede mit seinen Attacken gegen den Westen, gegen die Einseitigkeit und den Unilateralismus der westlichen Politik geritten hat, die im Westen allgemein als Wende der russischen Politik und als Ende der Bereitschaft Russlands, sich in die westlich geprägte Weltordnung einzuordnen, wahrgenommen wurde. Das Letztere ist vielleicht sogar nicht mal so falsch. Wie die Stimmung gegenüber Russland sich in den letzten Jahren seit der Krim-Krise entwickelt hat, wissen Sie alle selber, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Russland ist wieder der Böse. Trotzdem, um auch jetzt relativ schnell mal in die Diskussion zu kommen, möchte ich einige Thesen zum Schluss sagen. Ich glaube, den Transatlantikern ist bisher nicht gelungen, die deutsche Öffentlichkeit grundsätzlich umzuformatieren, wieder hin zu einer Feindseligkeit gegenüber Russland. Das finde ich zunächst einmal gut. Aktuelle Umfragen sagen, dass Putin bzw. Russland in der deutschen Bevölkerung aktuell doppelt so viel Vertrauen genießen wie Trump und die USA. Und man sieht das auch daran, dass selbst Rechte wie die Pegida ja einen der Stützpfeiler ihrer Politik neben der Migrantenfeindlichkeit auch die Forderung nach guten Beziehungen zu Russland also als einen dieser Pfeiler das nutzen. Ich habe selbst mal in Dresden eine Pegida-Demo gesehen. Die liefen tatsächlich mit einer Menge russischer Fahnen und mit Putin-Porträts herum. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass auch wir auf der Linken dieses Thema nicht der deutsch-russischen Beziehungen weder den Transatlantikern überlassen, die die Eskalationsstrategie der NATO mittragen, noch den Rechten, die mit diesem Bedürfnis guter Beziehungen zu Russland
eine ganz andere Agenda vorantreiben wollen. Das ist schwierig, weil nicht nur Russland immer wieder auch mal rechte Kräfte in Mitteleuropa unterstützt hat. So ist bekannt, dass zum Beispiel Sputnik anfangs die Pegida-Demos immer live gestreamt hat und ihnen darüber ein breites Publikum teilweise auch erst verschafft hat, sondern weil auch tatsächlich das heutige Russland im Innern eine immer konservativer gepolte Gesellschaft wird, die wir uns hier für Deutschland wahrscheinlich nicht unbedingt wünschen würden. Aber die Aufgabe formulieren heißt, man muss es eben anfangen und probieren, zumindest sich der feindseligen, den Versuchen der Transatlantiker, die deutsche Bevölkerung in eine neue Russlandfeindlichkeit hineinzureden, etwas entgegenzusetzen, argumentativ. Ich habe versucht, ein paar Argumente dafür zu bringen. Wir haben jetzt noch Zeit, das noch zu vertiefen. Vielen Dank.